Ja, vielen Dank, Herr Präsident, Frau Bundesminister, Hohes Haus. Liebe Österreicher, eingangs darf ich Ihnen, ich habe es glaube ich vorher schon erwähnt, gell? Ich glaube, ich schätze beide Damen und Herren gleich viel wert, ja, und ich muss es nicht in der Sprache wiedergeben, das liegt ja alles nur an der Zeit, gell? Aber ich glaube, ich schätze beide genau gleich. Eingangs darf ich Ihnen für Ihre neue Aufgabe, für Ihren neuen Aufgabenbereich wirklich alles erdenklich Gute wünschen, denn Sie haben zwei wesentliche Bereiche dazu bekommen. Sie haben unseren Jugendbereich und den Familienbereich dazu bekommen. Und in Anbetracht der Tatsache, dass Martin Kocher bereits vor seinem Amtsantritt bewiesen hat, dass seine soziale Kompetenz nicht sehr hoch ausgeprägt ist, na, da bin ich wirklich froh, dass diese Agenten zu Ihnen gewandert sind, Frau Bundesminister. Ob es auch so positiv ist, dass die Freiwilligenpolitik zum Bundesminister Anschober wandert, das wage ich zu bezweifeln. In der Vergangenheit hat Bundesminister Anschober bereits bewiesen, dass er mit seinem Ressort nicht nur voll und ganz ausgelastet und belastet ist, sondern ich möchte fast sagen, aufgrund dieser hohen Belastung, die er in seinem Ressort hat, kommen immer und immer wieder verfassungswidrige Verordnungen heraus. Und dazu kann man nur mehr Husch-Pfusch sagen und ich weiß nicht, ob der wirklich noch einen Bereich dazu bekommen hätte sollen. Ich gehe aber davon aus, dass dieser Bereich in ein grünes Ressort gewandert ist, damit auch die Grünen etwas dazu bekommen und sich nicht aufregen können da drinnen. Wir gestehen dieser Bundesregierung ja grundsätzlich zu, dass sie ihre Aufgaben frei verteilen und aus diesem Grund werden wir diesem Bundesministeriumgesetz auch unsere Zustimmung geben. Zu meiner Vorrednerin darf ich sagen, natürlich Kinder und Jugend sind uns wirklich ein Anliegen, etwas Wichtiges und diesem Zukunftspaket für Kinder und Jugendliche werden wir Freiheitliche natürlich unsere Zustimmung geben. Aber nun auch zu Ihrem Aufgabenbereich, Frau Bundesminister. Sie bekommen Aufgaben hinzu, die uns allen ein besonderes Anliegen sein sollten und sein müssen. Und gerade die Familien und die Kinder sind es, die in dieser Corona-Krise massiv in Mitleidenschaft gezogen werden, nämlich durch die völlig überzogenen Maßnahmen dieser schwarz-grünen Bundesregierung. Es sind die Familien, die nahezu seit einem Jahr angehalten sind, sich nicht miteinander zu treffen. Es sind die Familien, die ihre Eltern und Großeltern nicht mehr besuchen gehen sollen. Der 80-jährige Großvater darf seine Familie besuchen gehen, die Familie darf den 80-jährigen Großvater nicht besuchen gehen. Kinder dürfen in ein randvolles Massenbeförderungsmittel einsteigen, dürfen das benutzen, dürfen damit in die Schule fahren, aber dürfen in der Schule nicht mehr unterrichtet werden. Frau Bundesminister, merken Sie eigentlich, welch Schwachsinn diese Regelungen zum Teil sind? Ja? Ich darf in einen Bus einsteigen, der randvoll ist. In der Schule, wo ich einen Meter Abstand habe, zwei Meter Abstand habe, in den Klassen darf ich nicht mehr unterrichtet werden. Ich glaube, da haben wir wirklich einen Verbesserungsbedarf. Unsere Kinder dürfen im Lernen auf Distanz ihren schulischen Verpflichtungen nachgehen. Es wurde den Eltern dabei empfohlen, den Schlafbereich, den Spielbereich, den Arbeitsbereich voneinander zu trennen. Und ich sage, genau diese Aussage war etwas, was für viele Familien ein Schlag mitten ins Gesicht gewesen ist, Frau Bundesminister. In der Realität schaut der Heimunterricht oder die Heimarbeit nämlich ganz, ganz anders aus. Da wird der Küchentisch nach dem Frühstück umfunktioniert in das Heimbüro, in das Lernen auf Distanz, das wird zum Klassenraum, es wird gemeinsam die Eltern und die Schüler, der eine telefoniert mit Arbeitgebern, mit Kunden, der andere macht seine Hausübung. Parallel dazu, was vielleicht gerade ein wichtiges Kundengespräch gibt oder der Arbeitgeber etwas braucht, braucht auch das Kind etwas bei seinen Hausaufgaben. Und ich sage, das ist in Wahrheit ein Kuddelmuddel, was da zurzeit passiert, was diese Bundesregierung im Bereich der Familien der Kinder angerichtet hat, was schnellstmöglich zusammengeräumt werden muss.
Was passiert weiter? Zum Mittag wird dieses Büro, dieses Heimbüro, diese Schule zu Hause natürlich wieder in die Küche umfunktioniert. Es wird gemeinsam dort gegessen. Am Nachmittag wird es wieder zur Schulklasse und zum Büro. Es wird geputzt, es wird gewaschen, es wird gebügelt, es wird gekocht, es wird Unterricht betrieben und das alles zu Hause von den Eltern. Das sind Dinge, was unsere Familien wirklich belasten, unsere Kinder wirklich belasten. Und das, dieses Distanz-Einsperr- und Wegsperr-Chaos, ja, im Gesamten hat unsere Familien jetzt über ein Jahr bereits massiv belastet. Was auch massiv belastet, das sind die vielen, vielen Talente, Nachwuchstalente, die wir im Bereich unserer Kinder haben. Und ich kann Ihnen nur sagen, irgendwann werden wir unseren Kindern nicht mehr erklären können, warum sie ihren regelmäßigen Sport machen sollen, wenn keine Wettkämpfe mehr stattfinden. Teilweise geht es ja sogar schon darum oder so weit, dass nicht einmal mehr ein Training stattfinden kann, weil der Nachwuchsschwimmer, der Tennisspieler, der Fußballer, ja, der inzwischen gar keine Möglichkeit mehr hat, seinem Sport nachzugehen, ja, liebe Kollegen, ich frage Sie schon, na, wie viele werden nächstes Jahr oder im Sommer auf Ihren Sport pfeifen, weil Sie seit einem Jahr schon nicht mehr die Möglichkeit gehabt haben, Ihren Sport überhaupt auszuüben. Und das ist eine massive psychische Belastung auch für unsere Kinder und eine massive Belastung für den österreichischen Nachwuchssport. Es sind so viele Dinge, über die man nachdenken sollte, bevor man hier wieder irgendwelche Verordnungen erlässt, wie diesen Mundschutz für Kinder. Wie sollen Kinder lernen, mit Mimik und Gestik zu kommunizieren? Wie sollen Kinder lernen, mit dieser Regierungsburka weiter durchs Leben zu gehen? Das ist etwas, wo ich sage, da sollte man vielleicht vorher nachdenken, sich die Infektionszahlen anschauen. 11.000 Testungen an den Schulen, rund 40 positive und kein einziger mit Symptome. Also ob das eine Schließung der Schulen und eine Maskenpflicht an den Schulen rechtfertigt, das wage ich zu bezweifeln. Frau Bundesminister, denken Sie in Ihrer Regierungsfunktion an unsere Kinder. Sie werden ja selbst bald Mutter und ich darf Ihnen auch an dieser Stelle dazu gratulieren, Ihnen schon jetzt alles, alles Gute und viel Gesundheit dafür wünschen. Ich glaube, es ist etwas wirklich Positives. Sie können sich danach wahrscheinlich besser in unsere Kinder und auch in unsere Familien hineinversetzen. Denn wenn Sie das können, dann glaube ich, dass uns in Zukunft viel erspart bleiben wird. Danke. Markus Leinfellner von der FPÖ Steiermark betont, die Familien würden unter der Corona-Krise besonders leiden.